Hallo, heute möchte ich Ihnen unser Produkt Städtegarderobe zeigen. Wir fangen mal an, natürlich mit unserer Heimatstadt Köln, wie man hier sieht. Und als erstes packen wir das Paket aus. Als erstes brauchen Sie einen Cutter. Bedienungsanleitung immer gut durchlesen. Die Garderobe besteht im Wesentlichen aus zwei Bestandteilen, einer massiven Hakenleiste und der Grafik. Hier kann man mal zeigen, wie schön das verarbeitet ist. Es sind also viele kleine Details hier auch hier bei den Türmen. So. Als erstes sollte die Hakenleiste an der Wand befestigt werden. Hier haben wir verschiedene Löcher. Kann man sich dann dementsprechend aussuchen. Achten Sie darauf, keine Wasserleitung oder andere Stromleitung oder sowas anzubohren. So. Folgendes Werkzeug benötigen Sie: einen Stift zum Anzeichnen, einen Kreuzschraubenzieher oder einen normalen Schraubenzieher, die passenden Schrauben dazu, passende Dübel. Wir empfehlen mindestens 6 mm Dübel, Zollstock, Bohrmaschine und Wasserwaage. Wir haben gleich zwei Leisten für Sie montiert. Dann können Sie nämlich sehen, dass sich die Sache wunderbar adaptieren lässt. Und die Grafik wird jetzt im Endeffekt mit diesen beiden kleinen Kunststoffdübeln befestigt. Hier unten sind zwei Befestigungslöcher. So. Einfach einschieben. Und hier auf die andere Seite kommt die zweite. Und fertig. Mittlerweile gibt es über 60 Städtegarderoben. Vielleicht ist Ihre Stadt auch mit dabei. So, Sie haben jetzt eine Garderobenleiste mit 19 festen Haken. Nicht nur zum Einhängen, sondern auch mit Bügeln. Übrigens, die Bügel können Sie bei uns auch dazu bekommen. Das waren die Radius Städtegarderoben und bis zum nächsten Mal.